realistisch gesehen schaffen wir das, diese Herausforderung Demenz und demografische Entwicklung irgendwie ohne Versorgungsengpass zu bewältigen. Gegenfrage, warum sollen wir es nicht schaffen? Also guten Abend, ich begrüße alle recht herzlich zum heutigen Pflegegespräch hier in der Schwester Liliane Juchli Bibliothek. Ich begrüße die Leute, die hier sind. Freut mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, physisch da zu sein. Natürlich begrüße ich auch alle Teilnehmerinnen online. Wir haben ja eine Hybridveranstaltung und wir freuen uns, dass wir so eine internationale Gruppe sind. Wir haben Leute von Österreich, von Italien, von Deutschland und aus der Schweiz. Ich begrüße insbesondere natürlich Professor Dr. Andrea Koppitz. Bevor wir über die Herausforderung Demenz sprechen, schlage ich vor, Andrea, dass du dich kurz vorstellst, dass wir wissen, mit wem wir hier reden. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und guten Abend. Ja, mein Name ist Andrea Koppitz. Ich bin forschende Pflegefachfrau. Was heißt das? Ich arbeite als Pflegefachfrau sowohl noch praktisch am Bett in unterschiedlichen Heimen als Pflegeexpertin und in Hausarztpraxen. In Hausarztpraxen in Winterthur mit einer eigenen Sprechstunde. Ich arbeite an der Fachhochschule Westschweiz in Fribourg in Form einer Professur mit meinem eigenen Forschungsteam in dem Bereich chronisch kranke Menschen mit einem speziellen Fokus auf Menschen mit Demenz und das sogenannte Palliative Age Care. Das heißt, Lebensqualität für Menschen am Lebensende gewährleisten und für ihre Familien. Das heißt, du bist in allen Bereichen, wir werden am Schluss noch darüber reden, wie die Erfahrungen sind, wenn man sowohl Forschende wie auch Lehrende und auch quasi praktizierende Pflegefachfrau ist. Genau. Okay. Ein Schwerpunkt, den du in deiner Tätigkeit hast, in allen drei Bereichen, ist das Thema Demenz. Und wie siehst du die Herausforderung Demenz? Wie ich die sehe, ist eine sehr gute Frage. Ich würde sie fokussieren auf mindestens zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist die Quantität, also alles, was mit Zahlen zu tun hat. Und der zweite Bereich ist die Qualität. Was kommt also bei Menschen mit Demenz an in der Betreuung und Pflege, egal ob es von Angehörigen, von Nachbarn geleistet wird oder im institutionellen Setting, wie zum Beispiel dem Heim. Sollen wir die Folie ein? Wir haben noch eine Folie bereitet. Ist das hier sieht man deine Tätigkeitsfelder. Genau. Also unten die unten, genau, unten, also das Bild soll wirklich illustrieren, dass eben der Schwerpunkt ist, die Zusammenarbeit und die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz. Und bei Menschen mit Demenz geht es selbstverständlich immer um den Mensch selber. Da sind wir auch bei der Herausforderung. Also die Zahl der Menschen, Quantität der Menschen mit Demenz wird immer mehr. Es sind ja zwei Menschen auf diesem Bild. Das heißt, eben es geht auch insbesondere bei der Betreuung, Pflege von Menschen mit Demenz auch um die Angehörigen. Und die zwei anderen Logos, die man hier noch auf dem Bild sieht, sind eben mein Arbeitsfeld in der Forschung an der Fachhochschule Westschweiz in Fribourg. Und das dritte Logo, das man sieht, das ist meine klinische praktische Tätigkeit, wo ich gesagt habe, eben am Bett in den Heimen eben auch in den Hausarztpraxen in Winterthur. Und deine Frage war ja jetzt Herausforderung, Demenz, was ist das? Und da habe ich gesagt, wir haben sowohl, ich würde es in zwei Ebenen einteilen, einmal die Quantitätsebene und einmal die Qualitätsebene. Ja.
Und auf der Ebene der Quantität haben wir die nackten Zahlen und Fakten. Nackte Zahlen und Fakten sagen, dass wir in der Schweiz jährlich ungefähr 30.000 Neuerkrankungen von Menschen mit Demenz haben. Insgesamt sagt die Zahl der Menschen mit Demenz, dass wir ungefähr 128.000 Menschen mit Demenz hier in der Schweiz leben. Das ist eine Zahl, wo man sich fast nicht vorstellen kann. Ob sie jetzt klein ist oder groß ist, für manche ist es wahnsinnig viel, für manche ach so wenig. Ja. Konkret heißt es, um so fassbar zu sein, alle 17 Minuten, das heißt, wir haben jetzt um 18 Uhr begonnen, um 18.17 Uhr haben wir schon wieder eine Neuerkrankung von Menschen mit Demenz. Das heißt, in einer Stunde haben wir 4 Neuerkrankungen. Und das ist schon eine ganz schöne Summe. Und nackte Zahlen, Quantität heißt, die Menschen werden ja heutzutage immer reduziert auf Kosten. Mhm. Und wenn man die Kosten betrachtet, dann gibt es indirekte und direkte Kosten. Und in der ersten Folie der Angehörige, den man gesehen hat, ja, das sind also indirekte Kosten, was leistet der Angehörige? Und das sind ungefähr 5,5 Milliarden Franken pro Jahr, die Angehörige für Menschen mit Demenz leisten. Mhm. Und direkte Kosten in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz sind ungefähr 6 Milliarden. Und zu den direkten Kosten zählen Spitex-Leistungen, Medikamente, Heimleistungen, also alles, was irgendwie mit dem professionellen Setting zu tun hat. Und wenn man jetzt in Kontext setzt, die Kosten zum Personal, also das heißt zu Pflegenden, wer also betreut, mit pflegenden Angehörigen, ja, dann sieht man oder dann nimmt man bei steigender Zahl von Menschen mit Demenz, braucht sie ja mehr Pflegende und Betreuende. Das heißt, sowohl auf der Angehörigenseite, anfangs informelle Hilfe und später vielleicht eben die professionelle Hilfe von Pflegenden, Pflegefachpersonen, von Institutionen. Und wir wissen, dass jetzt bei den Angehörigen eine Tendenz dazu da ist, weniger an Betreuungs- und Pflegeleistungen zu übernehmen, weil es um die Work-Life-Balance bei pflegenden Angehörigen geht. Also einen guten Ausgleich zu erzielen zwischen Privatheit und beruflichen und nicht beruflichen Belastungen. Mhm. Vermutlich gibt es in Zukunft mindestens weniger Angehörige, die weniger Stunden leisten. Und das heißt, es kommt zu einer Verschiebung von indirekten Kosten zu den direkten Kosten, zu mehr professionellen Kosten. Das heißt, diese Fronarbeit tendenziell könnte abnehmen, ja, und die muss ersetzt werden durch mehr Leistungen, ja, von den Profis. Aber das ist ja eigentlich, ja, nicht so eine gute Nachricht, wenn ich dem Saal sagen will, weil wir ohnehin jetzt schon ein Pflegepersonenmangel haben. Genau, das ist die zweite Zahl, was wir an der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz berücksichtigen müssen, dass es eben vermutlich zu einem Shift kommt, also zu einem Wandel bei den Angehörigen. Und wir haben auf der professionellen Seite einen Mangel an Pflegefachpersonen und insgesamt an Pflegenden. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, dann gibt es immer wieder Stellenanzeigen, Pflegende, Pflegefachpersonen, Pflegeexpertinnen, Pflegeexperten. Und egal wo, jetzt unter der Covid-Pandemie war ja vor allem die Intensivstationen, die Ibsen, im Fokus. Und da wissen wir seit der Corona-Pandemie, dass Pflege irgendwie wichtig ist, vor allem im Intensivbereich, im Ibs-Bereich. Dass Pflege aber genauso wichtig ist bei der Pflege von Menschen mit Demenz, das ist immer noch unterrepräsentiert bzw. nicht in unseren Köpfen präsent. Und wenn du sagst, die Pflege ist wichtig, das ist für, ja, die Pflege und die Betreuung, mhm, aber was hat es qualitativ? Genau. Du hast gesagt, dass die Quantität und Qualität. Genau.
Qualitativ, da sind wir eben jetzt auf der Ebene 2, also die zweite Herausforderung in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz ist die Qualität, die fast noch wichtiger ist wie die Quantität. Und da würde ich es beschreiben wollen, da haben wir im Bereich von Kompetenzen die Herausforderung, im Bereich von Zeitressourcen die Herausforderung und im Bereich von Versorgungsstrukturen. Im Bereich zum Ersteren, den Kompetenz. Wir brauchen Wissen, angewendetes Wissen am Bett. Und wenn ich sage am Bett, heißt es nicht nur, dass der Mensch mit Demenz im Bett liegt, sondern eben das unmittelbare Pflege- und Betreuungssetting. Brauchen wir fachliche, professionelle Kompetenzen und damit meine ich eben nicht nur Fachpersonen und Pflegefachpersonen, sondern wir brauchen das Wissen, zum Beispiel in der Bewegung, wie können wir Angehörige instruieren, damit das Bewegungsverhalten von Angehörigen verbessert wird, damit die Pflege von Menschen mit Demenz leichter wird, zum Beispiel auch im Bereich der sogenannten Verhaltensauffälligkeiten. Mhm. Ja. Menschen mit Demenz bewegen sich oftmals lange Zeit noch sehr selbstständig, mit wenigen Hilfsmitteln. Vielleicht noch mit Rollstuhl und vielleicht nur die letzten Tage verbringen die Menschen mit Demenz wirklich im Bett, sind sogenannte bettfixiert. Mhm. Was viel herausfordernder in der Qualität ist, wenn es um die Kompetenzen geht, sind eben die sogenannten herausfordernden Verhaltensweisen beziehungsweise das, was wir als Betreuende, als Herausforderung betrachten. Für den Menschen mit Demenz ist es überhaupt nicht herausfordernd. Also eine bestimmte Form von Aggression, vielleicht verbal, ein Schreien, ein komisch sich verhalten, manchmal ein sich entkleiden, wenn ich in der Küche bin, wenn ich im Heim, im Aufenthaltsraum bin, die Inkontinenzmaterialien entblößen und zeigen, was da jetzt in der sogenannten Windel ist. Ja. Mhm. Das sind Dinge, die die Betreuung und Pflege so anspruchsvoll macht, würde ich jetzt lieber den Begriff verwenden wollen, wie herausfordernd. Mhm. Ja, das ist ja eine interessante Geschichte, oder? Dass wir sagen, herausforderndes Verhalten, aber und die Frage ist, woher kommt das, oder? Also oft ist es ja so, dass eben das Missverständnis nicht beim Demenzerkrankten liegt, sondern bei denen, die unterstützen, oder? Ja. Und deshalb ist es so wesentlich, auf der Ebene der Qualität auf die Kompetenzen zu schauen und eben nicht nur auf die Kompetenzen von uns Professionellen als Pflegefachpersonen, sondern eben auch auf die Kompetenzen von Angehörigen. Weil da kann ich ganz viel vorausschauend, einfühlend versuchen, den Menschen mit Demenz zu lenken, in Anführungszeichen, damit diese Auffälligkeiten weniger auffällig wird, mehr in den Alltag integriert werden und die Aggression gar nicht so zum Explodieren kommt. Ja. Mhm. Und das braucht ein frühzeitiges, sensibles Hinschauen, ein Zugegensein, ein Präsenzsein, im Hier und Jetzt sein. Wenn ich in Hektik bin als Angehöriger, von meinem Berufsalltag zurückkomme, ja, und dann meiner Mutter in der Wohnung begegne, dann bin ich noch voller Adrenalin von meinem Arbeitsalltag. Mhm. Und dann kann die Interaktion mit meiner Mutter, die Demenz hat, fast nicht funktionieren. Die fordert von mir etwas anderes. Die fordert von mir das Präsentsein im Jetzt. Ich habe gerade vielleicht die Wohnungstür aufgeschlossen, bin jetzt physisch da, aber ich bin noch nicht emotional angekommen. Mhm. Ja, wir haben das in unserer Familie erlebt. Unser Vater war an Demenz erkrankt und wenn ich sitze mal vorne im Stuhl, dann saß er vorne im Stuhl und meine Mutter wollte, dass er nach hinten geht, hat sie gesagt, komm nach hinten, oder? Und dann wurde er wütend und wir haben dann probiert, ihr zu zeigen, dass die Wut daher kommt, dass er nicht versteht, was sie will. Und sie hat das, es hat gedauert, bis sie diese Kompetenz entwickeln konnte. Und sie ist dann diesen Sommer
gestorben, mhm, und wir haben sie in den letzten Wochen begleitet. Mhm. Und sie hat uns, hat immer gesagt, helf mir nicht, ich muss es alleine tun, ihr habt mir das beigebracht. Also sie hat dann bei sich, hat sie diese Kompetenz ins Spiel bringen können nachher. Ja. Und da kommt der zweite Faktor ins Spiel, der zweite Faktor im Bereich der Qualität, nämlich die Zeit. Mhm. Ja. Dieses, wenn ich die Wohnungstür aufschließe und von meinem Arbeitsalltag komme, ja, mhm, dann bin ich physisch anwesend. Ja. Damit ich emotional ankomme, brauche ich Zeit zum Runterfahren. Ja. Und auch das muss in Schulungen, in Trainings, in Gesprächen mit den Angehörigen und auch mit den Pflegefachpersonen, es muss mir immer wieder vergegenwärtigt sein, ich brauche Zeit, um anzukommen und mich einzustellen auf die Situation jetzt beim Menschen mit Demenz. Egal wo ich bin, ob ich im Heim bin, an die Türe klopfe und mich dann auf die Frau Meier, auf die Frau Huber einstelle oder ob ich zu Hause die Wohnungstür aufschließe. Und das sind Kosten auf der Quantitätsebene, Ebene 1, die so noch nicht respektiert und anerkannt sind. Mhm. Vielleicht etwas Anerkennung im Bereich der Kompetenzen. Wir brauchen irgendwie eine bestimmte Anzahl an Pflegefachpersonen. Warum wir die Anzahl an Pflegefachpersonen brauchen, das ist kaum präsent irgendwie und kaum erklärbar. Oder für was man das braucht. Ja. Und was, ja. Welche Wirkung Fachpersonen und Fachkompetenz erzeugt und welche Wirkung Angehörige, also informelle Hilfe erzeugt und welche Kompetenzen es da braucht. Und beides, egal ob Angehörige oder Pflegefachpersonen, brauchen den zweiten Faktor im Bereich der Qualität, die Zeit. Das ist völlig egal. Zeit ist eine ganz unabhängige Variable, die immer bei Menschen mit Demenz ein ganz, ganz wesentlicher Qualitätsfaktor ist. Und das kann man auch nachweisen? Das kann man nachweisen im Bereich, bestes Beispiel, du als Trainer Kinästhetics 3, weißt, dass im Bereich der Kinästhetics dieses Präsentsein ein ganz, ganz wichtiges Qualitätskriterium ist. Und in einer unserer Studien, die jetzt noch läuft, die sogenannte IPOS-DEM-Studie, konnten wir im Bereich der Kinästhetics sehr gut Beispiele zeigen, videogestützt, wie eine Interaktion mit Menschen mit Demenz gestaltet wird, die weniger gelungen ist, und wie eine gelungene Interaktion mit kinästhetischem Wissen gestaltet werden kann. Und unabhängig von der Pflegeperson, ob sie eine Pflegefachperson ist, ob sie eine fachangestellte Gesundheit-Fage ist, ob sie eine Hilfskraft ist oder auch, ob ich Angehörige instruiert habe. Da haben wir Videomaterial dazu. Also am Schluss spielt die Kompetenz eine Rolle und diese Kompetenz führt zu mehr oder weniger, ich würde sagen, Synchronizität zwischen den beiden. Genau. Und der dritte Faktor, den ich im Bereich der Qualität erwähnt habe, ist der der Versorgungsstrukturen. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen werden in unseren derzeitigen Versorgungsstrukturen eher vergessen. Die Menschen mit Demenz? Ja. Das heißt, Versorgungsstruktur meint im Pflegeheim oder in der Institution oder auch außerhalb? Egal wo, genau. Ja. Weil unsere Versorgungsstrukturen sind ausgerichtet auf die Kuration. Das heißt, auf medikamentöse Versorgung. Gehe ich in die Hausarztpraxis, bekomme ich ein Rezept in der Regel. Ob es eine Physiotherapie ist, ist dann noch vielleicht gut, aber in der Regel sind es oft Rezepte mit Medikationen. Mhm. Ja. Wir wissen, dass für Menschen mit Demenz es keine Tablette, keine Pille gibt. Ja. Obwohl sie immer wieder angekündigt wird. Es werden Milliarden investiert. Wir wissen, dass es nach wie vor noch keine Pille gibt für die Heilung. Ja. Unsere Versorgungsstruktur ist aber auf das ausgerichtet, auf die pharmakologische, auf Pillen verschreiben, sage ich jetzt mal sehr salopp formuliert. Und im Heim ist das Pilleverschreiben ja nicht mehr so präsent und nicht mehr im Mittelpunkt. Aber auch in unseren Heimen ist die Funktionalität
in der Leistungserhebung und in der Darstellung, in der Tarifierung, was dann Menschen mit Demenz oder ihre Angehörige tatsächlich zahlen müssen, ein sehr hoher Faktor immer noch. Ja. Was muss ich leisten an physiologischer, funktionaler Hilfe, die alle mit diesem Paradigma der Kuration zu tun hat, des Heilens und weniger des Gesundseins, des Wohlfühlens. Bei Menschen mit Demenz ist das Wohlfühlen das Zentrale und unsere Versorgungsstrukturen sind nicht auf Wohlfühlen und Wohlsein ausgerichtet. Oder kompetente Lebensführung, also eher therapeutische Angebote wie kompetente Lebensführung, genau. Könnte man das sagen. Ja. Okay. Jetzt, wo sieht man Ansätze? Ich habe gehört, ein Ansatz ist die Kompetenz des Pflegepersonals und der Unterstützenden, könnte man sagen, und Pflegenden, seien es Angehörige oder die Profis. Und was kann man denn den Demenzkranken selbst bieten? Mhm. Was brauchen die? Nebst der professionellen oder dieser kompetenten Unterstützung? Menschen mit Demenz brauchen vorwiegend das Verständnis. Das Verstehen, was geht in den Menschen mit Demenz vor. Da kannst du mal die nächste Folie einblenden. Da sieht man sehr schön, dass es darum geht, hier sind 6 Stufen dargestellt. Und in den 6 Stufen geht es um das Verstehen. Um das Verstehen, wer ist denn vor mir? Wer ist das? Was möchte der von mir? Was hat der für Bedürfnisse? Was möchte die Person jetzt gerade tun? Was sieht die Person gerade? Was denke ich, was die Person gerade sieht? Was denke ich, auch wenn sie nicht spricht, der Mensch mit Demenz? Im Laufe der Demenzentwicklung nimmt ja die Sprache ab, die Ausdrucksfähigkeit, mindestens die verbale Sprache. Und trotzdem drücken sich Menschen mit Demenz aus. Du hast vorher formuliert, über ihre Bewegung. Über Abwehr, über Aggression, das sind alles Ausdrucksmöglichkeiten, Sprache. Und das herauszufinden, was der Mensch mit Demenz gerade sagen möchte, mit seiner Bewegung. Was interpretiere ich? Und dazu brauche ich das Zugegensein. Das Zugegensein im Hier und Jetzt. Und das Verstehen, das braucht der Mensch mit Demenz vorwiegend. Mhm. Und dann selbstverständlich, für dieses Verstehen braucht es auch die Fachkompetenz. Es geht nicht nur, in Anführungszeichen, um das Verstehen, sondern auch eine fachlich gute Betreuung und Pflege von pathophysiologischen Zusammenhängen, beispielsweise auch, wie Medikamente wirken, die der Mensch mit Demenz bekommt. Über Wirkungsweisen von Schmerzmedikamenten. Viele sogenannte herausfordernde Verhaltensweisen haben was mit Schmerzen zu tun. Mit unerkannten Schmerzen. Mhm. Mit Schmerzen, die ich nicht adäquat interpretiere. Weiß der Mensch mit Demenz, ich den Menschen mit Demenz nicht so gut verstehe, dass ich so interpretiere, dass dann ich die adäquate Maßnahme nehme. Mhm. Das braucht der Mensch mit Demenz vorwiegend. Egal, wo der Mensch mit Demenz lebt. Ob er zu Hause lebt, ob er betreut wird teilweise in der Tagespflege, ob eine Nachtstruktur mit dabei ist, ob es im Heim ist. Ja, und die Herausforderung dieser beiden Komponenten, also dass ich verstehe oder interpretieren kann, was los ist und auf der anderen Seite dieses Verständnis aufzubringen, das ist, wir hatten einmal eine Situation, als unser Vater zum Zahnarzt musste. Und er musste hatte einen Eiterzahn, der musste behandelt werden. Es war dann viel schwieriger,
den Zahnarzt und seine Ängste zu verstehen. Ja, das glaube ich. Wie unseren Vater, weil er wusste wirklich nicht, wie damit umgehen, ja, weil er natürlich nicht sagen konnte, ja, was da los, genau, ist. Ja. Ja. Und da ist dann die Hemmschwelle oder die Hürde von uns Professionellen, dieses Verstehen und dieses Interpretieren. Wir haben gelernt in unseren Ausbildungen, wie wir Assessments, also Beurteilungsinstrumente zum Verstehen von bestimmten Situationen anwenden, auch sehr auf der funktionalen Ebene. Wir haben weniger gut gelernt, wie ich diese tatsächlich interpretiere. Und dann nicht nur interpretiere, sondern in den aktuellen Kontext, in den Alltag von dem Menschen mit Demenz transferiere. Das eine ist ja das Wissen über Schmerzen und ein Schmerzscore von 8, da weiß ich, jeder Professionelle weiß, das ist eine sehr hohe ausgeprägte Schmerzintensität. Ja. Da hat der Mensch mit Demenz aber noch gar nichts davon, wenn ich das festgestellt habe. Schmerzscore von 8, na und? Ja, und die Frage, wie kann ich es überhaupt feststellen? Ja. Ob die Instrumente, genau, reichen, das, ja, zu. Aha. Jetzt, das heißt, es braucht Verständnis, es braucht das Einfühlungsvermögen, es braucht die Interpretation. Und bei der Interpretation, was los ist, gibt es natürlich auch eine Gefahr, dass ich etwas hineininterpretiere, das dann irgendwie nicht passt. Wie kann ich denn das überprüfen? Überprüfen kann ich es über die verhandelte Autonomie. Wir haben in der Pflege das Konzept von Caring. Das ist ein ganz zentrales Qualitätskriterium für uns Pflegefachpersonen, dieses Caring. Zu Deutsch die Sorge. Sehr verkürzt ausgedrückt. Und die Sorge im pflegerischen Kontext meint die verhandelte Autonomie. Das heißt, ich kann es feststellen über, wie ist die Reaktion von den Menschen mit Demenz? Ist die positiv? Reduziere ich? Wird die Aggression weniger? Zeigt es weniger Aggression? Zeigt es weniger Abwehr? Sinkt die Spannung? Gibt es Deeskalation? Ja. Mhm. Und das heißt, es braucht eine ganz, ganz sensible Wahrnehmung von uns Betreuenden und Pflegenden über, weil die verbale Sprache ja nicht mehr so gut funktioniert, über alle Sinne, über meine Augen, über meine Ohren, wie die Muskelspannung sich verändert, der Muskeltonus weniger angespannt, lösen, wie ist der Schlaf? Vor allem im Heim, einer meiner Spezialitäten beim Arbeiten, wird der Schlaf eher unterrepräsentiert in den Rapporten, in den Beschreibungen und Erzählungen von den Pflegenden. Schlaf ist aber ein ganz wesentliches Element, um wieder Energie zu schöpfen, um wieder frisch zu sein am Tag und auch tatsächlich runterzukommen und entspannt zu sein. Wie liegt der Mensch im Bett? So? Oder kann der die Spannung fallen lassen? Ja. Könnte man wie sagen. Ist der Nacken? Wie ist die Kopfhaltung? Das sind ganz wesentliche Faktoren. Wie ist die Lage der Beine? Wie ist die Lage der Füße? Sind die Füße angezogen oder sind sie schlaff? Ja, und du führst mich natürlich jetzt in diese Beobachtung. Ich habe noch nie einen demenzerkranken Menschen kennengelernt, der nicht genau in der Spannungsregulation eine riesige Herausforderung hat, oder? Und daher kommt meine Hypothese, dass es eben nicht eine Gehirnerkrankung ist, sondern eine ganz umfassende Problematik, die den Menschen als biopsychosoziale Einheit trifft, oder? Und es könnte auch sein, dass diese Fixierung auf die Hirnkrankheit ablenkt von dieser Gesamtproblematik, oder? Die,
die du beschreibst. Genau, du beschreibst jetzt mit anderen Worten dieses Konzept von Sorge, dass wir als Pflegefachpersonen als eine tragende Säule und ein Qualitätskriterium ist, weil wir eben dann nicht nur auf die Pathophysiologie, auf die Gehirnerkrankung schauen, sondern versuchen, den Menschen so zu erfassen, wie er sich in der Situation gibt. Und bei Menschen mit Demenz ist es ja dann die Challenge, diese Herausforderung, dass sich das im Minutentakt ändern kann, sehr übertrieben formuliert. Ja. Mhm. Ich gehe in 5 Minuten wieder ins Zimmer und die Situation ist völlig anders. Oder auf mich reagiert der Mensch mit Demenz anders wie auf dich. Mhm. Ja. Und das macht das Arbeiten im Team, im Heim auch so schwierig, weil die Reaktionen im Team von einzelnen Teammitgliedern sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Ja. Und das heißt, ich habe das oft erlebt als Minderheit Mann in der Pflege, oder wenn dann etwas gelungen ist, hat man gesagt, das ist halt, weil du ein Mann bist. Aber das ist kein Kriterium, glaube ich, oder? Sondern das Kriterium ist eher die Konstellation, die entsteht mit der Person, die ich bin, oder? Ich denke, zu Beginn, zum Vertrauensaufbau, zur Entwicklung der Beziehung, kann das Thema Gender, Mann, Frau schon wichtig sein. Mhm. Ja. Das kommt darauf an, was der Mensch mit Demenz auch mitbringt aus seinem Leben, welche Erfahrungen in Bezug auf Mann und Frau. Mhm. Das kann schon wichtig sein in der Anbahnung der Beziehung. Später, da möchte ich dir beipflichten, da kenne ich aber keine Evidenz dazu, trotzdem ist mein Erfahrungswissen, dass dann die Rolle Mann-Frau weniger wichtig ist. Mhm. Mhm. Ja. Jetzt haben wir, also wir haben jetzt ein Bild davon, eben welche Kompetenz die Pflegenden brauchen, was für ein Umfeld die demenzerkrankte Frau braucht, und wir sprechen von pflegenden Angehörigen und es trifft natürlich eine Familienstruktur, mhm, oder? Und ich denke, das ist wieder eine Herausforderung, weil das ist ja eine Vielfalt. Es gibt ja nicht, das ist keine Einheit hier, oder? Genau. Sind wiederum unterschiedliche Menschen in der Familie mit einer Bindung, mit ihren Geschichten, die im Laufe der Kindheit entstanden sind, im Laufe ihres Lebens, die ich mitnehme, das ist auch mein Rucksack. Und wenn meine Mutter an Demenz erkrankt, weiß ich nicht, ob ich sie tatsächlich betreuen und pflegen kann. Unabhängig davon, dass ich jetzt in der Schweiz lebe und es einfach eine räumliche Distanz ist. Da ist eine Geschichte. Und die Geschichte kann auch manchmal hinderlich sein, mhm, tatsächlich diese Nähe zuzulassen und mit der Nähe gut umzugehen und sie gelingen zu gestalten in dieser Situation, damit es im Sinne jetzt meiner Mutter eine gelingende Situation gibt und das Wohlbefinden und das Wohlsein im Mittelpunkt steht. Mhm. Und das ist ein Thema, das meiner Ansicht nach auch noch unterbelichtet ist, im Sinne der Angehörigenarbeit, der Familienarbeit, kann und darf ich sagen, das geht jetzt nicht. Ich kann ja auch anders unterstützen. Oftmals machen das die Männer, die Finanzen regeln, das Administrative regeln. Also kann ich Vereinbarungen, diese geteilte Verantwortung, die ich vorher formuliert habe, das kann ich ja auf Angehörige auch übertragen. Und Angehörige müssen nicht immer alles machen. Mhm. Ja. Und das ist ein Thema, das vor allem in der hausärztlichen Versorgung einen guten Platz hätte, weil es überhaupt nicht stigmatisierend ist, in diesem Setting darüber zu reden. Und da gibt es auch eine sehr gute Leitlinie, eine Guideline, die wird noch zu wenig angewendet, mhm, um tatsächlich sehr präventiv in einem Frühstadium mit potenziellen Angehörigen ins Gespräch zu kommen, ja, und diese sogenannte Belastung überhaupt nicht als Belastung entstehen zu lassen. Und eine Herausforderung, die ich immer wieder sehe, ist, also zum Beispiel in der Spitex, so eben auch herauszufinden, wo ist welches Potenzial, oder, mhm, genau das, oder wenn
die Ehefrau vielleicht überfordert ist, hat vielleicht eine Schwiegertochter, die genau in diesem Bereich den Zugang hat und die andere Person dort. Und das ist dann schon eine, ich würde sagen, analytische Leistung in diesem sozialen System, um herauszufinden, wer kann was gut ins Spiel bringen, dass es eben einfacher wird für alle. Da gibt es den Begriff der Caring Communities, die auch in der Schweiz, zum Beispiel die Mikros Kulturstiftung, gibt ziemlich viel Geld aus zur Entwicklung und Schaffung von sogenannten Caring Communities, auch bei uns hier in der Schweiz. Ja. Und da geht es darum, diese sorgende Strukturen zu unterstützen, auch im kleinen Milieu der Familie, damit Angehörige eben ihre Stärken einsetzen können, mit Unterstützung von vielen anderen. Du hast jetzt die Spitex als einen professionellen Dienstleister genannt, wo eben Pflege und Betreuung so lange wie möglich zu Hause machbar ermöglicht wird. Aber auch, wo ist der Punkt, wo ist der Wendepunkt, wo es mehr Pflege und Betreuung braucht, wo es für Angehörige vielleicht auch besser ist, jetzt mehr abzugeben und es dann in sogenannte teilstationäre Strukturen wieder mehr anzunehmen, eine Tagespflege, eine Nachtpflege, eine Heimversorgung. Und in dem Sinne könnten wir vielleicht noch dieses Thema anschneiden. Du hast gesagt, unsere Strukturen sind so aufgebaut, dass man quasi so diesen medizinischen Behandlungsteil eigentlich immer im Mittelpunkt hat. Die Kuration, Und die Kuration, oder? Was bräuchten jetzt diese Menschen mit Demenzerkrankung für ein Umfeld, das ihnen quasi gerechter werden würde? Da sind wir bei dem Thema Versorgungsstruktur. Ja. Und wir wissen aus der internationalen Literatur, dass diese Caring Communities, die ich vorher schon erwähnt habe, das Schaffen von sorgenden Strukturen, erhebliche Entlastungspotenziale geben kann, vor allem für Menschen mit Demenz. Wie würde das konkret aussehen? Wir haben zum Beispiel in der Gemeinde Strukturen neben der Spitex aufzubauen und Angebote aufzubauen, die für pflegende Angehörige Wissenstransfermöglichkeiten anbietet. So zum Beispiel wie deine Lernwerkstatt, die du, glaube ich, letzten Samstag war der große Tag der offenen Tür, wo du eben für Angehörige Angebote offerierst, um sie ganz konkret in Bewegungsverhalten, in der Bewegungskompetenz zu schulen, in Anführungszeichen. Ja. Und ihnen sowohl Wissen zur Verfügung stellst, reines Faktenwissen über online, aber auch über Lernwerkstatt, wo sie in einem geschützten Raum üben dürfen, sich ausprobieren dürfen, wie geht das jetzt, und auch in der Versorgung im Haushalt zu Hause. Zur Caring Community gehört auch das Thema Advanced Care Planning, ACP. Wir haben hier in der Schweiz einen Verein, Swiss ACP, wo die Vorsorgeplanung, das Beizeitenplanen und wie gestalte ich eben nicht nur meinen Sterbeprozess und was muss alles geschehen bei der Abdankung, sondern was stärkt mein Wohlbefinden? Warum lebe ich noch? Was ist mir wichtig noch im Leben? Dass diese Dinge sehr frühzeitig angesprochen werden. Da gibt es auch sehr gute Ausbildungen, die dieser Verein anbietet, um sowohl für den Menschen mit Demenz, wenn mehr noch die verbale Kommunikation möglich ist, als auch für die Angehörige, Familie, runde Tische, Gesprächsszenarien zu haben, um darüber zu sprechen. Wir haben über 40 Interviews mit Angehörigen im Heim jetzt erst geführt dieses Jahr, wo es rauskommt, dass dann der Sohn sagt, ja Mami, willst du so enden wie die Omi jetzt im Heim? Willst du so leben? Und dann sagt die Mami, ich weiß es nicht. Und darüber kommen dann genau solche Gespräche, die sehr viel früher
wertvoll und notwendig sind. Und nicht erst, wenn der Mensch mit Demenz im Heim ist und dann die Familie fast einer Überforderungssituation ausgesetzt ist. Was passiert jetzt da mit meiner Oma im Heim? Mhm. Ja, warum ist das so? Da entstehen Fragen, die sehr viel früher thematisiert gehören. Ja, das hat ja auch, ich würde sagen, mit dem Mindset zu tun, was erwarte ich denn von Alter oder von Demenz und so weiter. Und eines der großen, ich würde sagen, Elendspunkte ist, dass dann Leute sagen, ja, das ist ja kein Leben so, oder? Genau. Und bei unserem Vater war es so, ich behaupte, er hatte 5 sehr gute Jahre, auch in der Demenz am Schluss, weil ein Grund war, seine Familie war da, er hat seine Töchter und seine Kinder so nah gehabt und hat das sichtlich genossen, oder? Hat auch Einfluss gehabt auf die, hat sein Leben offenbar so verbracht, dass die bereit waren, auch konnten, oder? Und das war dann die Leute gesagt, ja, es ist ja kein Leben mehr. Und wir mussten sagen, doch, doch, es ist ein gutes Leben. Und wir haben auch viel gelacht, wir hatten auch Freude, oder? Das ist die Unterscheidung von objektiver und subjektiver Lebensqualität. Wir schreiben Menschen mit Demenz eine objektiv schlechte Lebensqualität zu, weil wir von außen meinen, dass der Mensch mit Demenz kein gutes Leben mehr hat. Mhm. Ja. Die subjektive Lebensqualität, das ist das Wohlbefinden. Wie geht es dem Menschen mit Demenz? Mhm. Und das ist das, was ich gerade eben versucht habe zu formulieren. Wenn wir frühzeitig mit dem Menschen mit Demenz und mit der Familie darüber sprechen, was ist wichtig, was gibt ihm oder ihr Sinn, was macht Freude, was macht den Genuss aus, dann sind wir auf der subjektiven Ebene, auf dem Wohlbefinden. Und das ist das Entscheidende für die Menschen mit Demenz. Nicht das, was wir objektiv zuschreiben. Ob wir jetzt hier in einem schönen Raum sind, ob die Fenster groß oder klein sind, das wird völlig überbewertet. Also die Erfahrung im Alltag, im Umgang mit sich selbst und anderen, hat das, da ist das Potenzial. Ja. Mhm. Und deshalb, um abzuschließen auf deine Frage, es braucht sogenannte Caring Communities mit einer Spitex, mit einer somatischen Spitex, mit einer psychiatrischen Spitex. Es braucht weitere Fachexpertinnen und Experten. Es braucht eine gute Hausarztversorgung. Es braucht eine gute fachärztliche Versorgung. Das sind wesentliche Pfeiler, die für eine Caring Community wichtig sind und die jede Gemeinde, egal ob groß oder klein, mit wenig finanziellen Aufwand gewährleisten kann. Aber es braucht kooperatives Miteinander. Genau. Es braucht Netzwerkdenken und es braucht politischen Willen, diese Dinge mit wenig finanziellen Mitteln tatsächlich in der eigenen Gemeinde an den Start zu bringen, ins Leben zu bringen. Ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegt. Also du bist in der Forschung tätig und du bist in der Lehre tätig und auch in der Praxis. Also erstens einmal, wie schafft man all diese Bereiche unter ein Dach oder unter einen Tag zu bringen? Das ist eine gute Frage, aber das mache ich ähnlich wahrscheinlich wie du. Du hast auch viel Arbeit und versuchst, dir eine gute Struktur zu geben. Ich arbeite ja nicht Vollzeit in der Forschung, das sind alles Teilzeitpensen, was es nicht unbedingt leichter macht. Ich habe feste Tage, wo ich bestimmte Dinge mache. Also ich habe meine Forschungstage, ich habe meine Praxistage. Und ich bin nur ganz wenig in der Lehre. In der Fachhochschule in Fribourg bin ich überhaupt nicht in der Lehre, sondern ich bin nur in der Lehre im Unterricht, in der Schulung, immer in Kombination mit meinen Praxiseinsätzen. Das heißt, wenn ich vor Ort bin, in den Heimen, dann bin ich involviert und mache dort Schulungen oder ich mache kleine Seminare für die Patientinnen und Patienten in den Hausarztpraxen. Mhm. Ich bin also raus aus der Lehre vom Hochschulbereich im Großen und Ganzen. Und warum hast du den Weg gewählt, dass du alle diese 3 Bereiche im Spiel hältst? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Pflege ein Handwerksberuf ist und dieser Handwerksberuf braucht die praktische Arbeit. Und die praktische Arbeit impliziert das Arbeiten am Bett im übertragenen Sinne, als auch die geistige, kognitive Arbeit in der Forschung. Also alle 3 zusammen. Ja. Ich habe diese Frage gestellt auf dem Hintergrund,
am Tag der betreuenden Angehörigen hat man einen Film gezeigt. Viele haben den vielleicht schon gesehen, ein Schweizer Film über die pflegenden Angehörigen. Und da ist eine Frau dabei gewesen, die hat ein behindertes Kind zu Hause. Und dann arbeitet sie im Geschäft, einem Juweliergeschäft ihres Partners mit. Und dann ist sie noch Jazz-Tanz-Instruktorin. Und dann haben die Leute immer gesagt, wie schaffst du das alles zu machen? Dann hat sie gesagt, sie fragen nicht mehr, seitdem ich sage, also im Geschäft erhole ich mich von der Pflege zu Hause, beim Jazz-Dance vom Geschäft. Und bei meiner Tochter vom Jazz-Tanz. Und wenn ich alle drei im Spiel habe, ist das wunderbar. Gut, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wir haben auch in der kleinen Gruppe hier diskutiert, die Herausforderungen, die auf uns zukommen, sind riesig. Also Personalmangel, die Familien, also die Strukturen. Also viele Leute leben alleine oder in ganz kleinen Gruppen oder einsam. Du hast von Ideen gesprochen, wie das bewältigt werden kann. Aber realistisch gesehen, schaffen wir das? Diese Herausforderung Demenz und demografische Entwicklung irgendwie ohne Versorgungsengpass und zu bewältigen? Gegenfrage, warum sollen wir es nicht schaffen? Also ich denke, wir schaffen es dann, und machen es dann, oder wir sind insbesondere dann gut, wenn wir kleinteilig vorgehen und unsere eigene in der Gemeinde, in unserer unmittelbaren Wohnumgebung versuchen, Strukturen zu verändern, so dass es für uns passt. Ich kann nur mich verändern, ich kann nicht die anderen verändern. Und deshalb, wenn ich mich verändere, wenn ich meine Umgebung anpasse, dann schaffen wir es. Ja. Mhm. Es braucht aber diese Veränderung von mir selbst, damit es bei mir in Zukunft anders wird. Und dann schaffen wir es. Also kleine Initiativen, die ernst nehmen und da reingehen, und das könnte sich ja vervielfältigen. Ja. In der Forschung würde ich sagen, Leuchtturmprojekte schaffen. Leuchtturmprojekte, also positive Beispiele, die ganz gute Ansätze haben und diesen guten Ansätze der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und zu sagen, das hat jetzt hier gut funktioniert, ich weiß nicht, ob es bei dir funktioniert, aber ich stelle dir meine Instrumente, meine Methoden, meine Werkzeuge zur Verfügung. Und hast du so zwei, drei so Leuchttürme, die dir in deiner beruflichen Tätigkeit begegnet sind? Wir machen jetzt zum Beispiel gerade, sind wir am Aufbau eines sogenannten Papa-Netzwerkes. Papa heißt Praxis-Akademie-Partnerschaft, wo wir zusammen mit Heimen Lernumgebungen schaffen, um die Zusammenarbeit mit Angehörigen und die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz im Heim zu sichern. Im Mittelpunkt steht das Wohlbefinden. Und weil es in der Schweiz keine sogenannte Praxis-Akademie-Partnerschaft gibt, wo tatsächlich die Heime, die Praxis im Mittelpunkt steht und das gemeinsame Lernen auf einer Ebene funktioniert, es nicht geht, wir als Forschende, wir wissen alles und wir kommen vom Elfenbeinturm und wir sagen euch, wie es geht, sondern wir lernen gemeinsam auf einer Ebene und stellen dann das Netzwerk zur Verfügung, damit wir in unterschiedlichen Settings gut lernen können. Und da haben wir Ähnliches geschaffen, wie du da jetzt mit deiner Lernworkschaft für Angehörige. Wir machen Wissenvermittlung über online. Wir machen das Training, das Werkstatttraining. Und wir schulen ganz vor Ort am Bett. Und wir tauschen das Erfahrungswissen von Heim zu Heim aus. Das heißt, nicht immer wir als Forschende sind in Aktion, sondern genauso die Pflegenden als auch die Angehörigen. Und das ist ja ein interessanter Ansatz, dass man die Pflegenden, also die Angehörigen, die die Leute ins Heim gegeben, wirklich auch als pflegende Angehörige weiterhin betrachtet und so das Know-how von ihnen nutzen kann. Genau. Und sie artikulieren in sehr, sehr guter Art und Weise, was sie brauchen und was derzeit in den Heimstrukturen fehlt. Und was fehlt?
alles, was nach dem Eintritt ist. Es ist hervorragend organisiert und gewährleistet in den Heimen, was vor dem Eintritt ist, was zum Eintritt passiert, wie dann Angehörige in der selbstverhandelten Autonomie an den Prozessen partizipieren später, ist weniger gut ausgeprägt in den Heimen. Und das bringen Angehörige sehr gut auf den Punkt und sagen, genau da brauchen sie Unterstützung. Dass sie nicht nur Besucher sind, sondern pflegende Angehörige, ja, wenn sie hierher kommen. Ja. Dann bleibt mir Danke zu sagen. Es ist für mich, ich denke, wir hätten das auch eine Stunde länger machen können, weil wir haben so viele Themen angeschnitten, von denen ich denke, die gibt es aufzubereiten. Du hast, so habe ich das mitbekommen, eben nicht nur die Praxis in deinem Gefühl und in deinen Emotionen, sondern du hast sehr viele dieser Gedanken konzeptionell aufbereitet. Und ich glaube, das ist genau, was es braucht. Oder es braucht das konkrete Beispiel und dann auf einer Musterebene die konzeptionellen Zusammenhänge. Ich danke recht herzlich, dass du gekommen bist und dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich danke auch den Teilnehmerinnen hier, die hier im Raum waren. Dann danke ich allen, die online dabei waren. Und es gibt noch einige haben auf den Spendenknopf gedrückt, der da hinterlegt ist online. Und wir sind natürlich froh, wenn andere auch noch darauf drücken. Die Arbeit hier ist zwar Fronarbeit, dass wir hier sind und alles, aber wir möchten einen Beitrag leisten, dass die Schwester Lilian Juchli Bibliothek sich weiterentwickeln kann.